Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evil Dead 2. Wir sind jetzt gerade im letzten Part aus der Schlucht. Ja, der Hausschlucht sind wir schon aus der Stadt rausgekommen. Und wir müssen jetzt zu. Überlegen darf, habe ich gesagt, da haben wir uns so das passt. Ebene von Dagoland. Ganz weit oben ist die Monia. Und uns die Stadt gehen. Das Kaiserreich hat Truppen in feindliches Gebiet in Santa, dürfen zumindest in diesem Buch nicht passieren. Ich fühle mich hier nicht besonders sicher zwischen den Hunden und dem riesigen Felsbrocken links neben mir, der so aussieht, als würde er gleich heranstürzen. Danke für den Hinweis, damit ich gleichzeitig gar nichts angeguckt habe. Spukwald. Gehen wir jetzt mal rein. Von diesem Ort bekomme ich eine Gänsehaut. Hier würde ich meinen Urlaub nicht verbringen wollen. Verständlich. Wir nennen ihn den Spukwald. Spuk? Ich hasse Geister. Wisst ihr denn nicht, dass es keine Geister gibt, Fräulein Fina? Cool. Habt ihr das gehört? Edel beschützt mich. Super Mario beschützt uns. Toll. Es gibt offensichtlich Geister. Ihr seid ja nicht willkommen, Meister. Yatai hat uns befohlen, euch nicht durchzulassen. Kehrt um oder stirbt. Okay. Lasst uns umkehren, ja? Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg zum Lager meines Vaters. Hoffe ich jedenfalls. Das gibt's doch nicht. Zum einen sahen diese Geister nicht so schwierig aus und außerdem haben Dietl und ich es echt eilig, nach Hause zu kommen. Könnt ihr mir folgen, Dietl? Sollten wir fortfahren? Ich mag keinen Geist. Ihr wollt mir allen Ernstes weismachen, dass ihr vor ein paar klitzekleinen Geisterchen Angst habt? Wenn es ein großer Geist wäre, würde ich euch ja verstehen. Aber die hier... Blöde Kuh. Tut, was ihr wollt, Dietl, aber ich glaube, dass ihr weitergehen sollten. Mir bleibt, glaube ich, keine Wahl. Leider bin ich mir nicht sicher, ob es einen anderen Weg durchgibt. Oh, die Musik ist cool. Das ist ziemlich cool, ja.
Das war schon alles ganz interessant. Auf keinen Fall werdet ihr von mir verschwinden. Ich weiß nicht, deswegen ich das mache. Ich verstehe die Mechanik des Geistes nicht. Das war zu kompliziert. Dann der Ball sagt, das war so. Genau. Der will auch. Das war genau das, was ich brauche. Sage ich hiermit vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.